Matthias wurde am Dienstag vorher festgenommen. Nach dem Auffinden der Leiche des Frank Appel, und jetzt komme ich wieder zurück auf einen Teil meiner vorherigen Bemerkungen, wurde sofort die Staatsanwaltschaft informiert. Die dortige Sachbearbeitung übernahm der an sich dafür zuständige Oberstaatsanwalt Düsel. Aufgrund der Berichtspflicht wurde sofort eine Meldung erstattet an das Landratsamt Bamberg, die Stadt Bamberg, übergeordnete Behörden und Ministerien. Sofort wurde Herrn Düsel daraufhin am nächsten Werktag die Zuständigkeit entzogen. Die Sachbearbeitung der Staatsanwaltschaft übernahm der leidende Oberstaatsanwalt Herr Müller-Dahms. Schon daraus ergibt sich aus heutiger Sicht, entsprechend der Berichtspflicht, ein Vorgang, ein Ereignis von, wie ich vorhin vorgetragen habe, grundsätzlicher politischer Bedeutung, der einen politischen Bezug aufweisen konnte. Aus den Akten, um die ich jahrelang kämpfen musste, die Ermittlungsakten, mein Sohn hat bis heute noch keinen Einblick in diese Akten bekommen. Er hat Antrag gestellt, es wurde ihm bisher nicht gestattet. Aus den Akten ergeben sich für das folgende Geschehen einige beispielhafte sogenannte Ermittlungsfehler oder, wie man gerne sagt, Ungereimtheiten und Auffälligkeiten. Ich kann im Einzelnen das nicht näher ausführen, weil ich zu lange brauchen würde. Ich kann deshalb nur Stichworte wiedergeben. Am Samstag wurde die erste Leiche aufgefunden. Am Montag wurde eine Sonderkommission gegründet. Ein uns gut bekannter Polizeibeamter, der bei der Polizei in Bamberg mitarbeitet, der sollte bei dieser Sonderkommission mitarbeiten. Er hat am Montag, bei Gründung der Sonderkommission, geäußert, er möchte der Sonderkommission nicht zugeteilt werden, weil er die Familie Frei und den Matthias gut kennt. Aus den Akten konnten wir später entnehmen, es gab keinerlei, aber nicht den allergeringsten Anfangsverdacht gegen unseren Matthias. Man hat an diesem Montag früh schon bei der Gemeinde und die Pläne von unserem Haus, Lageplan und Grundrisspläne geholt. Um 8 Uhr standen die Polizisten dann schon vor der Tür im Rathaus. Gegen Mittag um 12.30 Uhr stürmten die Polizeibeamten in einer Anzahl von 10 bis 12 Personen unser Haus und durchsuchten unsere und die Wohnung unseres Sohnes. Sie gaben sich nicht als Polizeibeamte zu erkennen, verlangten, dass der Hund weggesperrt wird, sonst würde er erschossen werden, haben meine Frau daran gehindert, einen Anwalt oder mich anzurufen und um Hilfe zu bitten, körperlich gehindert, in der eigenen Wohnung, hatten keinen Durchsuchungsbeschluss, sind abgezogen mit unserem Matthias, den sie zunächst in Handstellen abführen wollten, der Sokoleiter hat das aber dann untersagt, hat sofort mein Auto, mit dem unser Matthias immer gefahren ist, sichergestellt und untersucht. Die Ermittler wandten dann auf meine Einwendungen hin Gefahr im Vollzug ein. Also sie hätten das ohne Durchsuchungsbefehl machen dürfen. Ich hätte ihn erschossen, wenn er das so gemacht hätte. machen dürfen. Und ich frage mich, wie es möglich ist, wenn sie früh um 8 Uhr die Pläne sich schon besorgen und nur noch um 12.30 Uhr erscheinen, ohne Durchsuchungsbefehl, wie viel Zeit man wohl braucht, um sich bei einem Richter einen Durchsuchungsbefehl zu besorgen. Das Polizeigebäude ist 1 Kilometer entfernt und man hat da ungefähr 4 Stunden Zeit dazu. Und dann auf einmal ist Gefahr im Vollzug. Aber nur das fast nebenbei, denn das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Nur sollte man daraus erkennen, dass
die Polizei also von vornherein schon gewusst hat, sie kann einem Richter gegenüber keinen Anfangsverdacht begründen und so auf eigene Faust losgehen. Das heißt also, es muss irgendwie von anderer Seite her ein Hinweis auf unseren Matthias gekommen sein. Und das ist nachweisbar, von wem und warum.